Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Dante's Inferno, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wie wir hier sehen, habe ich einiges ein bisschen freigeschaltet, weil, ja, zu diesem Zeitpunkt, also hier, ist ja kein Speicherpunkt, also muss ich nochmal machen. Dann habe ich auch direkt weiter aufgenommen. Also da habe ich auch direkt erstmal hier Aufwärmübungen geschafft. Und danach habe ich noch weiter aufgenommen. Aber mein Headset meinte, sich nicht aufnehmen zu müssen. Also machen wir mal hier weiter. Ja. Hm. Also in Florenz, in Italien. Unsere Sache wäre heilig. Doch sie war alles andere als das. Nach 3 Jahren des Hasses, an dem sich dieser Krieg labte, sehnte ich mich nach dem warmen Busen meiner geliebten Beatrice, lechzte danach, alles, was war, hinter mir zu lassen. Nein! Beatrice? Ich sagte ihm, du würdest zu mir kommen. Beatrice! Ich muss mit ihm gehen, Liebste. Ich habe es versprochen. Ja, also, ich sag's nochmal, FSK 18, weil wegen Bubis. Also ich muss jetzt erstmal, ja. Also was können wir? Wir können hier greifen und dann... Ja, ich weiß schon ein paar Kombos. Ein paar. Au. Schiff greifen geht was schneller. Ist zwar ein bisschen lame, aber wir spielen ja völlig. Ist ja egal. Hauptsache die Viecher sind tot, ne? Erhabene Kombo. Naja, das hat schon anders vorgestellt. Ui, erhabene Kombi. Schleudern, drück und halt die Öffnung fest, um Gegner in deine Nähe in die Luft zu schleudern. Also, es spielt sich sehr nach God of War. Ah, Verbesserung verfügbar. Ja, also, wir haben 2 Bäume für Upgrades. Einmal den Heiligen und einmal den Unheiligen. Der Unheilige ist halt mehr Kombo-basierend, während der Heilige mehr mit Magie zu tun hat. Das werden wir auch schon später sehen. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen was schon gesehen, aber ich warte wie beim ersten Mal auch direkt auf Heimzahlung, weil das ist einfach nur eine Konter. Und Konter, das ist ja nützlich, besser als hier, ui, 1 und 2 und ui, sowas. Und ui, sowas, das kostet aber auch wieder 1,5. Also warten wir einfach mal so. Weil wir haben einfach 1001 Seele, hey, bist du so geistreich. Wuhu. Also, dann machen wir uns mal auf, um diesem Geist und unserer geliebten Beatrice zu folgen.
Wir sind Dante. Dante, Dante, Dararante. Beatrice-Statuen. Benutze Beatrice-Statuen, um deinen Fortschritt zu speichern. Aber ich habe keine Ahnung, warum von seiner Frau Statuen rumstehen. Ich meine, ja, hier sehen wir die Speicherpunkte. Also nochmal. Ich meine, ist sie eine Heilige oder warum ist eine Statue von ihr vor der Kirche oder so? Kapelle. Ja, Gesundheitsbrunnen. Da sollte man normalerweise was trinken. Er haut sein Kreuz rein und macht es kaputt. Und ich wunderte mich erstmal, warum das nicht funktioniert, weil ich die ganze Zeit auf RB haue. Ich habe gar keine Ahnung warum. So, dann wollen wir mal in God of War Manier die Türen öffnen. Einfach mal vollkräftig aufdrehen. Beatrice! My darling! Hubis nochmal. Warum, Dante? Warum brauchst du dein Gelöbnis? Ich verstehe das nicht. Die Bestie zerrte mich zurück. Hilf mir, bevor mir Herz und Hände zittern. Stopp! Bei allen Heiligen. Ich schwöre, allen fleischlichen Freuden zu entsagen, bis ich von diesem Kreuzzug zurückkehre. Ich habe mich dir hingegeben, weil ich weiß, dass du unserer Liebe die Treue hältst. Söldner aus Florenz! Euch alle, die ihr das Kreuz tragt, um das Heilige Land zurückzuerobern, spricht der unbefleckte Vater von allen Sünden frei! Ja, also ich hab... Ja gut. Ich hab... Guter Anfang? Nein. Also da tut sich jetzt erstmal ein Riff auf. Und hier, wir können jetzt hier Kreuze schleudern, ja? Das war ich ein bisschen schneller. Heiliges Kreuz, du hast jetzt die Kraft von Beatrice. Heiligem Kreuz. Aktiviere mit B den heiligen Windstoß. Ja, das sieht auch sehr nach Wind aus. Waha, 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 waha. Mit meinem heiligen Kreuz hier ist Säcke. Ja, also, wie die Zwischensequenzen gemacht sind, sieht halt sehr phänomenal gut aus. Ja, Kombo, Kombo. Man kann auch, wenn du sprichst, direkt unsere Dreierkombo machen. Wir können jetzt bestraft und erlösen. Beim Packen können wir X drücken, um bei Gegner zu bestrafen oder B wird sie zu erlösen. Zu erlösen. Was glaubt ihr, was ich machen werde? Erstmal zeigen wir, wie die Strafe aussieht. Ja, sehr böse. Und erlösen ist. Ja. Schmeckt mein Kreuz. Und halt, je schneller man drückt, desto schneller ist er auch. Buttonmash-mäßig. Ja, da springt einfach mal einer. Aber wir müssen hier mal schnell weg. Mal mit die Spiegelfischer weg. Aua. Genau aus dem Grund. Und noch einer weg. Sag Hallo zum Heiligen Kreuz, wie sagt die Schwer. Und du schmeckt den Boden. Ja. So muss das laufen hier. Nein, so war das. Andersrum. Erst RB und dann. Ja, ja. Wir können auch in gewohnter Manier klettern. Ja. Da kann man auch sowas machen. Schön, schön. Ja, ist gut. Dankeschön. Ja, jetzt ist das Spiel. Finde ich dann stärkste Hülle, um das Tor zu senken. Ja, weil dahinter kommt was ganz Unschönes. Deswegen hauen wir uns erstmal ein bisschen, ganz bisschen auf Mühe so. Und machen einfach nur super schöne Kombis.
Ja, da ist ein Stachel, da wird ja irgendwie über den Kopf stehen. Ui, da wird auch nicht auf den Kopf stehen. 150er Kombo, sehr schön. Das ist meine lieben Freunde. Sind noch mal sehen. Ah, jetzt haben wir ja genug. Da. Da sehen wir, jetzt haben wir auch das Gute freigeschaltet. Rechtfertigung. Nein, falsch. So, erstmal Rechtfertigung kaufen. Ein Heiligskonter hier. Jetzt kommen hier lustige Gegnerchen. Da habe ich auch erstmal ein bisschen was gebraucht. Weil hier, die kann man einfach nicht normal angreifen oder so. Weil dann... Genau sowas. Aber wir müssen erstmal mit den Kreuzen erstarren lassen. Obwohl das eigentlich mehr Eis sein sollte. Na? Na ihr. Hallöchen. Wollt ihr schon gebeten? Wenn ihr mich liebt, lasst ihr mich in Ruhe. Ah, ihr lasst mich nicht in Ruhe. Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Ja, wir müssen... Hallo. Ich habe jetzt schon das Meisterleben. Deswegen machen wir sie erstmal alle so. Oh, man fühlt sich so mächtig. Nein, mach auf mich nicht, Beatrice! Ist zwar ein bisschen sehr lame, aber... So kommt man ganz gut durch. Außerdem muss man eh heilig oder unheilig leveln, je nachdem, welchen Weg man gehen will. Also... Von den... Level-Ups her. Weil sonst kommt man nicht so weit. Oh mein. Wie hässlich die sind, ne? So voll die fetten Euterbräuche. Ja, ja, mal höre ich hier. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Nicht wahr? So, gelähmt ist einfach nur jetzt. Aber wie gelähmt? Vor allem mache ich das so, weil hier die Symbole, die heilen auch nicht komplett. Manchmal wird es auch nicht so schön. Die heilen nur zu drei Viertel? War das irgendwie so? Ja, hallo Speicherpunktchen. Ja, komm. Hallöchen. Und runter da. Upsel. Mega weites Tor, was könnte da wohl sein? Hallo Dichterlein. Sei gnädig, was auch immer du bist. Eine Dame rief. Ich flehte sie an, meine Gebieterin zu werden. Beatrice. Mein Liebster, sie schwor, den rechten Weg wohl leider verlor. Helft ihm, Vergil, auf dass er zu mir komme. Ich bin Beatrice. Und wenn vor meinen Herrn ich trete, werde ich euch preisen. Dichter, ich flehe euch an. Gebt mir Kraft. Ich will ihr dieses Los ersparen, egal um welchen Preis. Jetzt Magie. Sie haben einen neuen Zauber gefunden. Vor allem gefunden. Weg der Gerechten, bitte bearbeiten im Magiebildschirm der Testbelegung. Ja, wir setzen sie dahin, wo ich sie auch beim letzten Mal hatte. Nämlich genau dahin. Das ist Magie, Mana, Lila. Mhm. Dann zeige ich mal kurz, wie das aussieht. Bin dabei ein Kämpchen. Uah! Stylisch, ne? Auf jeden Fall, wie wir diesen Kampf streiten, sehen wir dann beim nächsten Mal.